Herzlich willkommen beim Webinar zu Was ist neu bei Enterprise Architect 15? Es ist zumindest gleich mal sehr bequem, dass im Enterprise Architect 15 alle neuen Funktionen auch im Beispiel aufgeführt sind. Das heißt, es gibt hier im EA-Example-Beispiel, ich habe das hier kopiert, damit wir nachher auch ein bisschen herummanipulieren können, alle Funktionen als eigenes Package zur Verfügung gestellt, die im Enterprise Architect 15 als große Neuerungen dazugekommen sind. Zunächst einmal ein paar wesentliche Aspekte, die auch sehr deutlich sichtbar sind. Wenn ich auf ein Enterprise Architect Element mich begebe, dann ist es so, dass im Enterprise Architect automatisch die Properties aktualisiert werden. Das heißt, ich gehe hier zum Beispiel in unserem Anwendungsbeispiel, man sieht hier sofort auch die erste Änderung hier, im Projektbrowser heißt nicht mehr Projektbrowser, sondern ist im Prinzip ein Browser, der aus vier verschiedenen Browsern besteht. Einerseits den Projektbrowser, den Kontextbrowser, den es schon seit der Version 14 gibt, einen Diagrammbrowser, der alle Elemente, die im Diagramm derzeit verfügbar sind, anzeigt und einen Elementbrowser, der alle Informationen zu Elementen anzeigt, die vorhanden sind. Zum Beispiel, wenn ich hier ein Tabellenobjekt mir auswähle, dann sehe ich hier alle Relationen, Operations, zum Beispiel ein Skript, Attribute und so weiter im Elementbrowser angezeigt. Das heißt, der Browserbereich besteht mittlerweile aus vier verschiedenen Arten zu navigieren. Der Hauptprojektbrowser ist so wie immer die Möglichkeit, in einem Baumdarstellung sich durchzunavigieren. Der Kontextbrowser bezieht sich immer auf den aktuellen Kontext und ich kann hier ähnlich wie im Web navigieren und sehe immer nur die nächste Ebene. Dieser Kontextbrowser ist tatsächlich analog zum Web-EA. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel kurzfristig umschalten auf die Web-EA-Präsentation, haben wir hier auch diesen Kontextbrowser, der für Web ideal geeignet ist, weil nicht so viele Informationen geladen werden müssen und immer nur die nächste Ebene angezeigt wird. Also wenn ich hier wieder parallel auf EA15 Beispiele gehe, bitte Beispiele ansehe, dann sehe ich auch hier im Web die entsprechende Repräsentation und immer die gleiche Ebene und dieser Kontextbrowser ist genau gleich wie der im Enterprise Architect. Der Diagrammbrowser, wie gesagt, zeigt die Elemente an, die im Diagramm verfügbar sind, um einfach schneller navigieren zu können. Eine zweite große Neuerung ist, dass die Properties-Menüs haben sich auch ein bisschen oder deutlich verändert oder verbessert. Wenn ich hier zum Beispiel ein neues Element anlege, das heißt, wir werden hier ein Beispiel erstellen, in dieser Beispiel-View legen wir ein Diagramm an. Dann ist auch hier eine Neuerung, dass wir hier diese Perspektiven auswählen und filtern können. Ich nehme jetzt ein ganz einfaches Verhaltensdiagramm, zum Beispiel ein Use-Case-Diagramm. Und wenn ich hier, was man auch erkennen kann, die Icons sind grundsätzlich runderneuert worden, dass sie auch mit hohen Auflösungen, zum Beispiel 4K-Monitoren, sehr gut umgehen können, werden die on the fly auf der entsprechenden DPI-Rate gerendert. Wenn ich hier einen Use Case auf das Diagramm lege, sieht man auch, dass anstatt hier userspezifische Properties als eigener Tab auftaucht, sieht man hier, dass die Use Case spezifischen Eigenschaften schon auf der ersten Ebene verfügbar sind. Das heißt, Tagged Values, die sich auf den Typ beziehen, sind nicht mehr versteckt unter den Tagged Values des Typen, sondern sind auf die erste Ebene im Properties Window gelandet. Ein bisschen deutlicher sieht man das, wenn man zum Beispiel aus der Toolbox etwas nimmt, zum Beispiel für BPMN, eine BPMN-Activity zum Beispiel. Dann ist es so, dass ich wähle hier einfach eine Receive-Activity zum Beispiel aus und dann sehe ich hier sofort, dass auf der ersten Ebene auch die verschachtelten Attribute des BPMN-Elements-Activities zur Verfügung gestellt werden, was eine große Navigation in weiteren Bäumen einfach stark reduziert und man ist sehr viel produktiver, weil man alle Eigenschaften des entsprechenden Elements zur Verfügung hat. Auch neu dazu gekommen, wenn wir schon auf dieser Oberfläche bleiben, ist die Möglichkeit, Elemente mit eigenen Eigenschaften zu versehen.
Das heißt, wir haben hier zusätzlich zu den jetzigen Visualisierungsmöglichkeiten einen sogenannten Custom Style dazu bekommen. Dieser Custom Style erlaubt, dass wir, obwohl wir korrekt, formal korrekt Elemente verwenden, zum Beispiel dieses Use Case Element, dass wir hier zusätzliche Eigenschaften bekommen bei dieser Zeicheneigenschaft, wie zum Beispiel diamantförmige Darstellung oder eine Transparenz, die man ad hoc definieren kann, um Elemente zum Beispiel übereinander zu legen. Wenn ich hier auch eine Transparenz definiere, dann können wir hier sehr kreative Visualisierungen betreiben und damit auch managementtaugliche Präsentationen gestalten. Auch können wir die Schriftart zum Beispiel, die Ausrichtung der Schrift verändern oder auch Icon-Positionen und weitere Eigenschaften, die zusätzlich definiert worden sind, hinterlegen. Das heißt, es gibt hier ganz freie Gestaltungsmöglichkeiten auch im Bereich der Diagramme. Also formal korrekt, kein Problem. Custom Draw Style erlaubt dann aber zusätzliche Eigenschaften in der entsprechenden Visualisierung. Das war so als ersten Eindruck. Bei der Menüführung hat sich ganz wenig nur getan. Ich glaube, die einzige wirkliche Änderung ist, dass hier nicht mehr Code steht, sondern Develop, weil Code ist natürlich immer ein Hinweis auf Source Code und Code-Generierung. Aber es ist developen kann man aber auch entsprechende Schemata. Man kann Datenbanken erzeugen wie SDL, XSD. Das heißt, man hat versucht, hier die Generalisierung von Code zu finden. Sonst hat sich nicht sehr viel getan. Bei diesen Doppelgleisigkeiten, zum Beispiel bei Specialize, hat man versucht, deutlicher hinzuweisen, was wird hier gemanagt? Nicht nur Manage, da hatten wir vorher in Version 14 hier Manage unter Technologies und Manage unter Add-ins. Und dann hat man hier versucht, auch wenn die gleichen Symbole verwendet werden, das ein bisschen deutlicher herauszustreichen, welches Management damit gemeint ist, dass man nicht immer so verkehrt lesen muss. Also so ein paar Verbesserungen gibt es sehr wohl auch in der Benutzerführung, auch in dem Menü. Eine Kleinigkeit, eine kleine Falle, auf die ich selber öfters reingefallen bin. Es ist für die ganzen Tool-Windows, die es im Enterprise Architect gibt, ist der wichtigste Bereich der Start. Und dann gibt es hier die ganzen Windows, die im Prinzip zur Verfügung stehen, mit denen man interagieren kann. Also Design Shares, Run und so weiter. Weil zum Beispiel der Klassiker ist, dass man unabsichtlich die Toolbox entfernt hat. Hier zum Beispiel einfach entfernen. Und wenn man sich daran gewöhnt hat, dann dieses Find Command, kann man hier die Toolbox finden, suchen. Mittlerweile kann man sie auch wieder finden. Das war eine Zeit lang nicht möglich, weil die hier unter einem anderen Menüebene versteckt waren. Also in der neuesten Version kann man die Toolboxen auch wieder im Find Command finden. Auch eine wichtige Neuerung ist dem geschuldet, dass man versucht hat, die Fenster ein bisschen zu optimieren. Dann würde ich sagen, wir fokussieren uns ein bisschen auf die Enterprise Architect 15 Erweiterungen. Sie sind auch ein bisschen geordnet, also priorisiert nicht. Ich glaube, das ist eher Zufall, eher alphabetisch, so wie das hier aussieht. Nicht ganz, aber fast. Eine der interessanteren Neuerungen, finde ich, sind diese Custom Tables, also ein sehr stark gefragtes Feature, dass man hier beliebige Tabellen erstellen kann. Eine Tabelle ist ganz in der Manier von Enterprise Architect eigentlich nur ein einziges Element. Dieses Element kann aber jetzt nicht mehr nur über einen externen Editor, sondern in Place editiert werden, einfach mit der rechten Maustaste Edit Custom Table. Und ich bekomme hier so eine Editiermöglichkeit, wo ich Daten hier direkt verändern kann. Zum Beispiel direkt Daten hier einschreiben kann, was ich bitte lieber in dem Beispiel. Und ich bekomme die Visualisierung dieser Custom Tables auch entsprechend zurück. Aber ein Table-Element ist genau ein Attribut. Und die kann man natürlich dann auch programmieren. Zum Beispiel, wenn ich hier eine Programmierfunktion habe, die mir das aktuelle Datum anzeigt, dann verstecken sich hinter diesen Elementen auch sogenannte Custom Scripts. Das kann ich jetzt einfach mal ausführen. Und dann aktualisiert er das Datum, ja, auf jetzt. Wäre jetzt sehr überrascht, wenn es nicht gewesen wäre. Die Frage ist, wo ist dieses Skript denn grundsätzlich versteckt? Und da kommt natürlich dieser Browser für Elemente zu tragen, wo ich sagen kann, okay, was steckt denn hinter dem Element? Aha, ein Skript. Und hier sehe ich dann den Code von dem Skript.
Das heißt, es ist vom Prinzip her, von der Navigation her eine Spur anders, aber deutlich vereinfacht. Das heißt auch hier wieder die Referenzelemente auf Object-ID. Ich kann hier mit JavaScript, was vielleicht auch eine wichtige Information ist, das VB-Skript wird nicht primär mehr weiter unterstützt, weil es hat sich ja bei Microsoft, was das Thema VCP-Skript nicht besonders viel getan, im Bereich JavaScript aber sehr viel. Und es wird jetzt eine neue JavaScript-Engine unterstützt, die deutliche Performance-Vorteile bringt im Vergleich zu Visual Basic Script. Das heißt, es ist auch ein under the hood sozusagen, dass die JavaScript-Engine deutlich performanter ist als die Visual Basic Script-Engine und auch der Fokus ein bisschen auf der JavaScript-Engine liegt. Was man noch mit Tables machen kann, alles, was man sich so vorstellen kann, also man kann sie gut formatieren, man kann sie gruppieren. Dahinter ist aber kein großes Geheimnis, denn jede Tabelle hat im Prinzip zwei Eigenschaften, nämlich die Data-Format-Eigenschaft und die Data-Format-Eigenschaft. Und das ist nichts anderes als eine Beschreibung, wie diese Zellen aufgebaut sind. Das wird in XML-Struktur abgelegt. Oder beim Data-Bereich sind es auch einfach XML-Daten, die da dahinter stecken. Das heißt, diese Informationen sind keine großen Geheimnisse, sondern die Daten dieser Custom Table werden in zwei Tagged Values hinterlegt, die einfach Data und Data Format heißen. Und damit ist dann diese Verhaltensmöglichkeit sehr elegant gegeben. Natürlich können die Tabellen auch sehr leicht editiert werden. Man kann auch die Verknüpfungen zu all diesen Attributen herstellen. Also das ist grundsätzlich eine sehr gefragte Funktionalität gewesen, diese Tabellen beliebig gestalten zu können und verknüpfen zu können. Die nächste Thematik ist ein bisschen ein Dauerbrenner, nämlich wie integriert man Enterprise Architect in andere Welten. Eine Möglichkeit besteht ja seit dem ProCloud Server, wenn man die ProCloud Server Lizenz gekauft hat, dass man auch Integrations benutzen kann zu Jira, Confluence, Enterprise Architect mit Enterprise Architect, wo es Platzhalterelemente gibt. Eine weitere Möglichkeit ist jetzt ein bisschen mehr der Enterprise Architect Weg. Also sprich, man hat in der Oberfläche von Enterprise Architect sogenannte Data Mining Funktionalitäten eingebaut. Und es gibt hier zwei Beispiele. Eines beinhaltet ein komplettes JSON-Beispiel für ein ActGate-Modell und das andere beinhaltet einfach eine Excel-Datei. Diese Excel-Datei habe ich auch schon auf meiner Festplatte abgelegt. Laufwerk C, EA. Und hier gibt es eine Excel-Datei. Example Excel. Und diese Excel-Datei hat zum Beispiel drei Reiter, einen Reiter mit Objekten, die miteinander verknüpft sind. Also die hierarchische Beziehung ist ähnlich wie bei dem Import eines CSV-Datei nach wie vor frei definierbar, damit die auch aber richtig importiert werden kann. Ich kann aber jetzt zusätzlich auch zum Beispiel Links als eigenen Reiter haben und Attribute. Attribute, die zu den Objekten angehängt werden. Das heißt, auch Excel können jetzt im Prinzip hier beliebig importiert und strukturiert werden. Und was dann passiert, ich habe hier eine Beschreibung der jeweiligen Reiter in dem Zusammenhang. Dazu gibt es auch eine eigene Toolbox. Ja, diese Toolbox ist die Data Miner Toolbox. Und was hier erlaubt ist als Import, ist nicht nur Files oder irgendwelche Referenzen, URL-Referenzen, sondern ich kann mich auch auf ein anderes Enterprise Architect Repository beziehen oder auf eine beliebige ODBC-Datenquelle. Das heißt, wenn ich sage, ich habe hier irgendwelche Daten, die als SQL oder ODBC-Datenquelle zur Verfügung stehen, dann können diese auch über diesen Data Miner importiert werden. Die Logik, also die Logik ist allerdings dann implementiert. Ja. Das heißt, hier haben wir dann zum Beispiel das Import Model als Operation und diese Operation ist ein Skript und dieses Skript beschreibt dann letztendlich, wie dieser Import zu verstehen ist. Was aber auch hier deutlich erkennbar ist, dass der Data Miner auch in der API ihren Einzug gefunden hat. Das heißt, der Data Miner oder die Data Miner Funktionalität kann auch über die API gesteuert werden. Es gibt dazu einen eigenen Data Miner Manager, der auf Ebene des Repositories instanziert werden kann. Und wenn ich dann eine Funktion, die immer Process Action heißt, ausführe, dann definiere ich halt, was soll mit diesen Daten passieren und wie sollen diese dann importiert werden.
diesem Beispiel ist es dann recht einfach, weil sobald ich ein Data Miner Element habe, kann ich hier sagen rechte Maustaste und sage hier Run Data Miner Processor. Was hier passiert? Ja, dann hätte ich jetzt auf die Projektseite schalten sollen. Er lädt jetzt im Prinzip dieses Excel-Beispiel in ein Package. Und dieses Package hat in dem Fall zwei Klassen und ein Attribut. Und drei Klassen und ein Attribut, weil hier haben wir auch eine Verschachtelungshierarchie grundsätzlich angegeben. Also Model, Class, schauen wir uns nochmal an, das Excel. Wir haben hier gehabt ein Paket mit dem Namen Model. Darunter waren zwei Klassen, Class 1 und Class 2. Das heißt, genau diese Struktur, Model mit Class 1 und Class 2, wurde hier importiert. Was wir hier auch haben, wir hatten einen Link. Der Link war zwischen eine Vererbungsbeziehung zwischen den beiden Klassen und ein Attribut 1, das auf der Klasse 1 gehört. In diesem Beispiel kann ich jetzt einfach diese Klassen hier mit Drag and Drop, ich mache das jetzt einfach mal auf dieses Data Miner Objekt, hinein importieren, damit wir auch die Generalisierungsbeziehung entsprechend sehen. Das heißt, ich kann hier nicht mehr nur importieren von langweiligen Dateien, sondern ich kann hier von langweiligen CSV-Dateien, die nur hierarchische Abhängigkeiten haben, sondern ich kann hier komplexe und große Relationen auch entsprechend importieren. Als Extrembeispiel, wie gesagt, oder Extrembeispiel ist übertrieben, es gibt hier als Beispiel ein ArchimedeJSON. Dieses ArchimedeJSON beinhaltet auch Diagramminformationen. Das heißt, wenn ich dieses JSON-File importiere, einfach hier mit Run Data Miner Processor, dann wird hier im JSON-Example mein Archimed-Beispiel geladen. Ja, er merkt, dass er merkt sich den Pfad, wo er es importiert, inklusive auch eine Diagramminformation. Das Diagramm kann ich jetzt auch öffnen. Das heißt, es können durchaus auch sehr komplexe Informationen importiert, exportiert werden, in dem Fall halt ein Archimed-Business-Prozess. Gut, das zum Thema Data Miner. Das heißt, das Spannende an der Geschichte mit dem Data Miner, auch Beispielen, ist, wie gesagt, die Möglichkeit, nicht nur jetzt Excel oder JSONs zu importieren, sondern eigentlich beliebige Datenquellen als Basis zu haben, bis hin eine beliebige Quelle aus dem Internet oder eine ODBC-Datenbankquelle, die ich hier als Basis verwenden kann, um Enterprise Architect Elemente erzeugen zu können. Die nächste Geschichte auf der Ebene Enterprise Architect 15 Neuigkeiten. Wieder zurück. Wie gesagt, sehr praktisch, dass im Standardbeispiel das einfach drinnen ist. DMN möchte ich gerne nochmal hervorheben. Das ist jetzt nicht besonders neu. Das gab es jetzt schon in Version 14. Wir werden jetzt hier auf das Thema DMN nicht im Detail eingehen, aber es ist sehr wichtig zu wissen, dass DMN einer der wichtigsten Technologien sind, auch aus Sicht von Australien, dass hier ganz viele Erweiterungen, nämlich die Simulation, aber auch das DMN, also sprich Decision Modeling Notation, sowohl für BPMN als auch für SysML-Modelle möglich sind. Ein DMN-Modell vom Prinzip her funktioniert so, dass ich strategische Entscheidungen in Tabellen Form darstellen kann. Das heißt, wenn ich hier eine Datenquelle zum Beispiel habe, zum Beispiel Applicant Data als Beispiel, dann habe ich hier tabellarische Datenstrukturen, die jetzt in dem Fall verarbeitet werden können durch diese Entscheidungsmatrize. Und was auch sehr wichtig ist, dass hier viel in Richtung Robustheit dieser Systeme gearbeitet wurden. Das heißt, ich habe hier vielleicht komplexe Entscheidungsprozesse, die in Business Process Modeling Notation sich nur in sehr komplexer Weise ausdrücken lassen kann. Und DMN ist einfach eine neue Art und Weise, auch standardisiert von der OMG, wie man solche Entscheidungsflüsse deutlich vereinfacht gestalten und visualisieren kann, ohne jede einzelne Decision als Decision modellieren zu müssen, weil das halt über sogenannte Matrix-Entscheidungen abgebildet werden kann. Also DMN ist also ganz sicher ein ganz wesentlicher Teil der Zukunft in diesem Bereich.
Im Bereich Element and Properties Window, das haben wir gleich am Anfang uns angesehen. Was es auch gibt, sind neue Modellierungssprachen. Das ist ein bisschen dem geschuldet, dass es am Markt einfach verschiedene Standards gibt, die hier implementiert werden wollen. Eine davon ist zum Beispiel die Business Motivation Modeling Language. Hier gibt es auch die Referenzierung dazu, von wem es definiert wurde, von Herrn Birol Berkem, die sich auch im Bereich Enterprise Architecture einfach als interessant herausstellt und einige Kunden nachgefragt haben. Also BMN, das ist jetzt mal die Notation, wie sie bis jetzt standardmäßig aussehen würde mit verschiedenen Stereotypen. Aber ein gutes Beispiel für BMN, für die neue Möglichkeit von Custom Views, sieht man dann auch im Bereich der Beispiele zum Custom Style BMM Model, wo ich dann sage, okay, so würde es eigentlich für eine High-Level-Präsentation für Management dargestellt werden können, mit entsprechenden Priorisierungen als Beispiel. Das heißt, es sieht gar nicht mehr so wie ein UML-Diagramm aus, sondern es sieht hier viel mehr nach PowerPoint vielleicht aus, aber gerade im Bereich Management ist das durchaus eine sehr gefragte Funktionalität gewesen. Also das heißt, das wäre die formal korrekte Variante, und das hier ist dann halt die managementtaugliche Variante, um Bedeutungen in der Organisation für Entscheidungen hervorzuheben. Deswegen auch diese Custom Style Diagrams. Vielleicht bleiben wir da vielleicht auch noch ganz kurz, bevor wir da auf weitere Funktionen hinuntersteigen. Bei diesen Custom Drawing Styles kann man natürlich auch sich sehr austoben bis zu einem gewissen Grad. Wir haben hier ein Beispiel für eine Application Taxonomie zum Beispiel bereitgestellt. Das ist nochmal ähnlich mit entsprechenden Kästchen, den Säulen, die man in Unternehmen kennt, darstellt, Basisfunktionalitäten für Enterprise Architectures als Beispiel. Oder aber wir können auch gehen wir nochmal zurück auf meine Custom Drawing Styles. Oder wir können natürlich auch sagen, okay, wir wollen vielleicht ein bisschen eine andere Art der Darstellung haben für ein Full Framework oder Business Capability Maps. Das sind einfach sehr einfache Beispiele, die da sehr stark nachgefragt waren. Zum Beispiel, wie kann eine Matrix auch anders ausschauen mit diesen transparenten Funktionen? Das entspricht ja ziemlich genau dem DOGAF-Modell in Wirklichkeit mit der Motivation nebenan. Strategie, Business, Application, Technology, Physical Layer und Implementation, Migration entspricht ein bisschen dem DOGAF. Und hier kann ich dann in Und das Witzige an der ganzen Geschichte, das sind in dem Fall tatsächlich Glaselemente. Das heißt, sie können auch eine fachliche Bedeutung haben. Nur als Erinnerung, das heißt, ich kann es referenzieren, ich kann eine Relationship-Matrix machen und all diese Dinge, weil es eben nicht nur bunte Bilder sind, sondern tatsächlich Full-Elemente sind, die halt einen eigenen Drawing-Style bekommen haben. Gut, was auch noch sehr wichtig ist, dass Diagramme auch noch alternative Ansichten bereitgestellt bekommen können. Also die klassische Grafikansicht, dann die Listenansicht, das kennen wir, und auch die Gantt-Diagrammansicht. Mittlerweile gibt es aber auch noch weitere Ansichten. Jedes Diagramm kann immer auch als Kanban angesehen werden. Wir gehen jetzt hier vielleicht wieder zu unserem Beispiel zurück. Ich stelle hier zurück auf nicht Custom Drawing Style. Wir können jetzt hier in dieser Ansicht Switch View, rechte Maustaste, können wir auf viel mehr Ansichten umschalten, zum Beispiel auf eine Relationship Matrix. Diese Relationship Matrix ist eine neue Form einer Relationship Matrix, die nämlich auf Basis der Informationen, die sich derzeit im Diagramm befinden, bezieht. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Connector definiere, ich gehe mal wieder zurück zur grafischen View, ich definiere eine Beziehung zwischen diesen beiden Elementen. Dann sehe ich in dieser Relationship Matrix auch die Beziehungen, und wenn es mehr verschiedene Arten von Beziehungen sind, auch mehrere. So, wir machen jetzt einfach eine ganz einfache Association-Beziehung zwischen den beiden. Ja, da bin ich jetzt gerade nicht sehr glücklich. Also standardmäßig ist jetzt immer die Beschriftung aktiviert, kann man dann natürlich deaktivieren. Rechte Maustaste, ich wechsle auf diese Relationship View.
Und dann sehe ich diese Beziehungen auch beschriftet entsprechend in diesen Beziehungsmatrizen. Und ich sage, ich möchte auch nur die connected Elemente sehen, dann habe ich eine sehr vereinfachte Darstellung als Relationship Matrix. Was auch noch, apropos Beziehungen, ein guter Punkt ist, dass es sehr viel einfacher geworden ist, sich auf Elemente zu beziehen. Das ist natürlich jetzt bei diesem Beispiel mit Use Case und Activity vielleicht nicht so deutlich sichtbar, aber wenn ich mir aus der Toolbox ein Klassenelement zum Beispiel heraussuche, indem ich hier auf die UML-Klassen-Diagramm wechsle, dann haben wir natürlich Attribute. Und diese Attribute, man sieht es hier schon vorne ein bisschen angedeutet, es gibt hier einen neuen Quick-Linker sozusagen, der nicht nur sich auf das Element bezieht, sondern auf das Attribut. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel sage, okay, ich möchte hier ein neues Feature anlegen, zum Beispiel Attribute, was vielleicht auch wichtig zu wissen ist, der Editor hier unten ist auch deutlich verbessert worden. Also wenn ich hier ein Attribut A definiere und einen Typ auswähle, dann ist die Typauswahl mittlerweile, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich möchte einen anderen Typen auswählen, ist es mittlerweile sehr, auch nur mit Tastatur sozusagen bedienbar. Auch bei Stereotypen ist das mittlerweile sehr, sehr einfach, auch nur mit Tastatur diese Typen auszuwählen. Besonders spannend jetzt natürlich, wenn ich sage, okay, ich habe hier Operations oder Receptions, die Vollständigkeit hier ist ja deutlich besser geworden. Bei den Parametern auch die Parameterauswahl, ich habe hier einen Dialog quasi. Tabellarische Darstellung, tabellarische Darstellung ist auch die Parametereingabe deutlich besser geworden. Ich kann sagen, Parameter A vom Typ A und ich Parameter B. Also das heißt, ich habe hier verschachtelte Tabellen, die die Bearbeitung von Operationen deutlich vereinfachen. Gut, wir haben jetzt auf jeden Fall eine Klasse erzeugt. Ich mache jetzt noch eine zweite. Und definiere hier eine Operation Sub. Und jetzt kann ich hergehen und sage, ich möchte mich auf ein Element Feature beziehen. Dann kann ich jetzt hier im Enterprise Architect dieses Element Feature einfach nehmen und mit Drag and Drop auf ein anderes ziehen. Und man sieht hier, ich kann es aufs Element beziehen oder ich kann es auf ein anderes Feature beziehen. Und dann natürlich eine Beziehung setzen, wie ich sie gerne möchte. Aber das ist wichtig zu wissen, dass man jetzt nicht fünf mühsame Klicks braucht. Mach mal eine Beziehung zwischen dem Element, dann rechte Maus, das Link to Element Feature und so weiter, sondern das ist jetzt einfach ein weiterer Quick-Linker, der es ermöglicht, sich mit Element Features einfach mit Drag and Drop zu verbinden. Also ich finde das ein sehr produktives Feature. Es gibt dann dazugehörig auch noch weitere Relationship-Matrizen, die ich verwenden kann. Eine Matrize, die sich nämlich auf Features bezieht, also eine Feature Matrix. Diese Feature Matrix bezieht sich dann zum Beispiel von einem Element auf ein anderes Element und ich sehe hier, wie die Features miteinander verknüpft sind. Also ich nehme jetzt Klasse 1 und Klasse 2 und habe hier eine eigene Relationship Matrix für Features, die ich auch entsprechend setzen kann oder nicht setzen kann. Das kommt einfach dem, wenn man diese Quick-Linker jetzt ein bisschen deutlich in den Vordergrund stellt, dann will man natürlich auch die Features haben, die sich dann auf diese Funktionen, die vorher ein bisschen versteckt war, beziehen. Das heißt, die Feature-Matrix ist auch eine neue Matrix. Bevor die Frage kommt, verschachtelt gibt es noch nicht. Also ich sage Elemente verschachtelt mit Features, mache eine große Matrix. Es ist tatsächlich derzeit getrennt zwischen diesen beiden Dingen, ob ich quasi Features mit Features oder ob ich Klassen haben will. Das Einzige, was dann noch spannend ist, dass sowas wie Overlays und all diese Dinge an und für sich auch vorbereitet sind, aber analog zu den Elementverknüpfungen. Gut, das heißt, ja, weitere Diagrammalternative Views, also das war eine der wesentlichen, sagt, okay, Relationship View, das ist diese Ad-Hoc-Visualisierung, wo die Beziehungen zwischen den Elementen dargestellt wird, was auch hier sichtbar ist in dieser Relationship View ist, wenn es eine Elementbeziehung ist, dann wird das auch hier entsprechend visualisiert in dieser alternativen Ansicht. Ja, wenn es mehrere Beziehungen gibt, vielleicht sage ich das auch nochmal, wenn es mehrere Beziehungen gibt, also nicht das nur die Feature of Feature, sondern zum Beispiel vielleicht wirklich eine Vererbungsbeziehung der Klasse, machen wir so eine Vererbungsbeziehung, ich schreibe jetzt keine Methoden. Dann werden die auch entsprechend, wenn es mehrfach Beziehungen gibt, auch entsprechend visualisiert. So.
diesen Link dann nochmal ein Stückchen weiter drauf. Wobei, das ist ja nicht der Punkt. Rechte Maustaste. Switch View auf Relationship Metrics. Dann sehe ich auch, dass es hier mehrere Arten von Beziehungen gibt und auch entsprechend richtig beschriftet. Also eine sehr interessante Ansicht. Wenn ich das dann auch noch limitiere auf die tatsächliche Sicht, dann sehe ich tatsächlich die Beziehungen sehr komfortabel in dieser alternativen Ansicht. Eine weitere, diese Specification View war ja früher limitiert auf Requirements, Issues und so weiter, ist mittlerweile für alles möglich. Also diese Specification View geht mittlerweile einfach für alle Elemente, ist de facto uneingeschränkt als alternative Ansicht für ein Diagramm. Also es ist keine eigene Specification Window mehr, sondern es ist tatsächlich eine alternative Ansicht für ein Diagramm. Die Construction View ist natürlich etwas, wo man versucht, Dinge einfach schnell anzulegen, Elemente schnell anzulegen, ist auch eine alternative Ansicht, mit der habe ich mich noch nicht so viel auseinandergesetzt. Aber wichtig zu wissen, dass es ein paar ganz interessante Varianten gibt im Umgang mit diesen Diagrammen und den alternativen Sichten. Gut, Enterprise Architect 15 bietet dann ein paar. Ich bleibe mal vielleicht noch bei den Diagrammfunktionen, bevor wir auf diese Model-Add-ins-Thematik gehen. Was es jetzt auch gibt, sind zwei nette Features, wie ich finde, dass man in Diagrammen einfach erweiterte Bookmarks verwenden kann und in Diagrammen Elemente gruppieren kann. Was muss man sich unter Bookmarks vorstellen? Ein Bookmark ist tatsächlich die Möglichkeit, irgendein Diagramm einfach zu beschriften. Das heißt, ich kann hier diese roten Bookmarks setzen. Ich kann einfach über die rechte Maustaste auf ein Element gehen und sagen, Set Bookmark Value. Und ich bekomme ein Bookmark Value und sage, okay, da möchte ich für dieses Element, möchte ich es aktivieren und sage jetzt zum Beispiel ganz kreativ Peter als Bookmark Value dazu. Prinzipiell ist es auch so, dass ich sagen kann, dass im Prinzip alle Diagramme, also wenn ich aufs Diagramm gehe mit der rechten Maustaste, kann ich für die Bookmarks die grundsätzliche Visibility ein- und ausschalten. Ja, also ich kann sagen, alle Bookmarks ausschalten, alle Bookmarks einschalten, nicht sehr spannend, aber prinzipiell ist es natürlich wichtig, dass ich sage, okay, ich will was Spezielles herausheben. Vor allem, wenn ich dann sowas wie Leserichtung oder Lesereihenfolge haben will. Also in dem Beispiel ist auch, bitte fang hier an, dann schaut er das an, dann schaut er dieses an und dann schaut er jenes an. Also Bookmark soll noch ein bisschen ist eine Guidance letztendlich liefern und ist verfügbar natürlich auch in allen Diagrammen. Das heißt, einen Bookmark zu definieren, kann ich in meinem eigenen Diagramm auch ganz einfach, rechte Maustaste, Set Bookmark Value. Ich definiere, es soll aktiv sein und dann steht halt zum Beispiel 1 in diesem Bookmark drinnen. Also nicht nur diese Control Space, ja, das wollen wir mal später auch noch anschauen. Also nicht nur die Möglichkeit, schnell mal eine Markierung zu setzen, sondern auch tatsächlich Bookmarks, die auch lesbar sind. Warum ist das wichtig? Weil sobald wir in Richtung Web-IE denken, also ich schalte jetzt mal kurz auf Web-IE zurück, dann ist es so, dass diese Bookmarks auch entsprechend im Web repräsentiert sind. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt nicht ins Example Model, sondern unser Beispiel gehe, unsere Beispiel View gehe, auf mein Beispiel, dann sehe ich natürlich auch diese Bookmarks als Teil meines Diagramms im Web. Und wenn ich das jetzt integriert habe mit Confluence zum Beispiel, dann würde auch diese Information Teil des Webs sein. Das heißt, da ist das Bedürfnis oder die Kommunikation ganz klar. Informationen, die im Diagramm stehen, sind auch sehr leicht mit anderen Systemen integrierend austauschbar. Dementsprechend versucht man hier, die Diagramme aufzuwerten oder noch mehr aufzuwerten. Auch sehr nett, ist mir schon sehr lange abgegangen, um ehrlich zu sein, ist diese Diagramm-Element-Grouping-Funktionalität. Vereinfacht ausgedrückt, man ist jetzt hier in dem Beispiel schon aktiv, also zum Beispiel ich hier diese türkisen Elemente anklicke, sind sie miteinander verbunden und in dem Fall die roten und die gelben. Das heißt, die wurden automatisch miteinander gruppiert. Ja, das heißt, ich kann jetzt, wenn ich jetzt aber, was vielleicht auch noch wichtig ist, Multiselect und Editieren ist natürlich immer so eine Challenge. Wenn ich sage, ich will jetzt aber nur ein Element haben, dann muss ich, wenn was gruppiert ist, dieses eine Element also nicht direkt anklicken, weil wenn es angeklickt wird, wird sofort die Gruppe aktiviert, sondern
Ich muss einfach mit der Fanglinie drüber gehen und dann habe ich dieses eine Element ausgewählt. Also das ist vielleicht schon mal gleich, wie gehe ich dann mit diesen Gruppenelementen dann um, wenn ich dann nur das eine haben will. Aber sonst zu gruppieren, zu sagen, okay, das und ich möchte jetzt eigentlich das noch in diese Gruppe mit dieser Gruppe verknüpfen, einfach rechte Maustaste und ich kann die Group Elements und Ungroup Elements entsprechend setzen. Wenn ich die jetzt auch noch gruppiere, dann sind jetzt auf einmal die Türkisen und die Roten doch im gleichen Boot. Und die Gelben auch. Also im Prinzip, und was auch sehr wichtig ist, wenn ich jetzt die gemeinsam verschiebe, ja, dann bleiben sie auch gemeinsam. Ja. Das heißt, das ist die Grundidee dieses Gruppierens. Wenn ich jetzt nur ein einziges Element rausziehen möchte, jetzt nur ein einzelnes Element rausziehen möchte, zum Beispiel das Package 3 Glas, dann nehme ich das jetzt das einzelne, diese Linien, die Fanglinien, diese blauen, die man da sieht, gibt es ja Gott sei Dank nach wie vor. Wenn ich jetzt wieder alle gemeinsam verschieben möchte, sind sie halt jetzt wieder alle gemeinsam, halt mit einer anderen Position. Also grundsätzlich sehr, sehr leistungsfähig und sehr hilfreich, diese Elemente zu kopieren. Die Information wird auch gespeichert, er merkt sich das quasi und ist nicht nur eine Funktion, die ad hoc gerade im Diagramm verfügbar ist, sondern die ist eine, die bleibt, ja, diese Gruppierungsfunktion. Ja, eine der wichtigsten Erneuerungen aus meiner Sicht ist die Möglichkeit, gehen wir jetzt ein bisschen in die Welt des Programmierens, wobei da hinten hat sich vielleicht auch noch was versteckt, was ich zeigen wollte. Und zwar ist das die sogenannten Model-Based Add-ins. Die Model-Based Add-ins bedeutet, dass ich nicht mehr eine höhere Programmiersprache brauche, um eine Erweiterung programmieren zu können, sondern ich kann das mit JavaScript tun. Und alle Ereignisse, die letztendlich im Enterprise Architect existieren, also man sieht das hier ganz gut. Wo sehen wir es ganz gut? Zum Beispiel ER Connect oder Get Menu Items und so weiter, werden auch über das JavaScript Add-in propagiert. Und das, wenn ich jetzt sage, ich möchte zum Beispiel, hier gibt es dann auch ein paar Broadcast-Types, kann man auch reinschauen, was noch für Ereignisse prinzipiell existieren, auf die man reagieren kann. Also eigentlich alle, die wichtig sind. Wir arbeiten ja daran, dann vielleicht noch weitere Ereignisse zu finden. Aber das Besondere ist, dieses Model-Add-in ist jetzt nicht mehr extra zu installieren, sondern ist Teil des Modells. Das ist vielleicht die wichtigste Botschaft dabei. Das heißt, ist zwar jetzt JavaScript, das ist quasi Open Source, aber es ist Teil des Modells. Und das Spannende dabei ist, wie gesagt, die Möglichkeit des Deployments, ohne dass man was installieren muss. Die Implementierung ist halt primär in JavaScript. Das heißt, wenn ich hier eine bestimmte Methode oder eine bestimmte Funktionalität implementieren will, muss ich das in JavaScript tun. Ich bin mir sicher, früher oder später wird es auch entsprechende Webinare dazu geben, für Beispiele, wie das implementiert werden kann. Aber ich denke, es gibt hier zum Beispiel dieses Thema, wenn ich es aktivieren möchte, kann ich hier unter Publish gehen. Es ist ja Teil von meinem Repository, unter zum Specialize gehen und sagen, okay, ich möchte die Add-ins managen. Und das Spannende ist, dieses Add-in ist ja jetzt Teil nur von diesem Repository und steht natürlich dann auch nur zur Verfügung, wenn dieses Repository geladen ist. So. Also finde ich auch hier in der Liste My Demo Add-in, ja, und Type Info. Und das sind Elemente, die tatsächlich hier im Enterprise Architect nur, also im Management Add-ins nur deswegen zur Verfügung stellen, weil dieses Repository gerade geladen ist. Ich kann natürlich Dinge machen, dass es automatisch geladen wird und so weiter. Aber ich habe ab sofort über die rechte Maustaste und das Specialize auch My Demo Add-in zur Verfügung. Und das ist genau dieses Demo Add-in, das wir hier in JavaScript Form zur Verfügung haben. Jetzt kommt natürlich die zweite spannende Frage, kann ich denn gewisse Dinge einfach verbergen oder unterdrücken? Im Enterprise, was jetzt auch dazu gekommen ist, ist die Möglichkeit, dass wenn man User Security aktiviert hat, ich werde jetzt mal kurz diesen User Security Key holen. Und User Security aktivieren. Wo ist mein Key? Keys, 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 Keys.
User Security aktivieren. Gibt es ein paar neue Möglichkeiten, mit dem Log zu arbeiten, um bestimmte Informationen zu vermeiden. Also ich aktiviere mal User Security. Vielleicht, was auch noch aufgefallen ist, dass die Menüs ein bisschen gruppiert sind. Das heißt, wenn ich hier aufklappe, habe ich hier so Gruppen, die es ein bisschen leichter machen sollen, Menüpunkte zu finden und zu unterscheiden. Also ich logge mich jetzt mal eines Admin Pass, also Admin Password. So, und jetzt kann ich ja sagen, ich möchte ein Diagramm loggen, zum Beispiel für eine bestimmte Gruppe. Und das funktioniert natürlich nur dann, wenn ich auch User habe. User, also mich selber zum Beispiel. Peter Lieber. Safe. Machen wir noch einen neuen. Das ist dann der Konrad Bieland. Falsch. Und dann haben wir noch den Dietmar. So, also jetzt haben wir ein paar User. Die haben alle jetzt mal kein Passwort, macht nichts. Was ich jetzt aber definieren kann, ist zum Beispiel mit der rechten Maustaste, dass ich dieses Package locken möchte. Also Log Package. Und es gibt etwas ziemlich Cooles, wo ich sagen kann, ich mache jetzt zum Beispiel einen User Log oder einen Group Log und ich möchte es für alle anderen Gruppen verstecken. Ja, das heißt, wir haben jetzt noch keine anderen Gruppen, aber ich kann den, wenn ich jetzt, vielleicht machen wir es noch fertig. Ich mache jetzt eine Gruppe von neue Gruppe Web-User und da sind nur die Web-User drinnen. Und in dieser Gruppe definiere ich, genau, und da definiere ich das, wer dazugehört. Der Dietmar gehört jetzt mal zur Web-User-Gruppe und der Konrad auch. Und der Peter gehört zur Administratorgruppe. So, dann kann ich jetzt hergehen und sagen, okay, rechte Maustaste, ich möchte jetzt das Example Model, das ich hier drinnen habe, möchte ich jetzt locken und ich möchte es auch gleichzeitig verstärken. Ja, ich mache einen Group Lock und sage, das dürfen jetzt nur Administratoren sehen, alle anderen Gruppen sehen es nicht. Das heißt, wir haben jetzt nicht nur die Möglichkeit, dass es hier markiert ist, als es gelockt ist, also mit dem roten Rufzeichen, wie wir das schon wissen, sondern es ist im Prinzip jetzt gelockt für alle. In dem Fall habe ich ein paar tausend Elemente, das hätte ich vielleicht, ja, egal, wie auch immer, weil das wird jetzt durchgezogen auf alle Elemente. Alle Elemente werden gelockt und alle Diagramme werden gelockt und alle Superkette werden gelockt, das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. So, das werden wir jetzt mal aufmachen mit dem Enterprise Architect in einer weiteren Instanz. So. So kann man es erfolgreich abschießen. Toller Vorführeffekt. So. Was nämlich deswegen interessant ist, weil ich dann tatsächlich im Web, wenn ich quasi mich mit Authentifizierung im Web anmelde und ich das Paket nicht sehen kann, wird es tatsächlich unterdrückt. Also das ist genau das spannende Moment, dass ich ja dann auch sagen kann, okay, ich habe eine Gruppe von Modellierern, die halt gerade am Repository arbeiten. Das wird dann gelockt für die Gruppe der Modellierer. Alle anderen, die es nur sehen dürfen, sehen auch dann nur die Teile vom Modell, die halt nicht versteckt worden sind. Also auch wieder eine sehr stark in Richtung Web ausgerichtete Funktionalität. So, ich verbinde mich jetzt wieder mit meiner Datenbank, die ich vorher auch verwendet habe. Ich melde mich optimistisch wie ich an bei das Konrad Wieland an. Und der Konrad, wenn es geklappt hat.
sieht auch kein ER-Example, das sieht dann nur noch dieses eine Beispiel. Ja. Und wenn ich mich als ein anderer User anmelde, also man sieht ja auch diesen User-Status hier oben rechts, und wenn ich mich jetzt als anderer User anmelde, dann zum Beispiel wieder als Pliber, dann sehe ich auch, ja, Vorführeffekt, rechte Maustaste, machen wir mal Reload Project, dann sehe ich auch, erstens der Log ist gesetzt worden für meine Gruppe, das heißt, ich darf ja bearbeiten, und als Peter Lieber sehe ich auch das E-Example Model. Also da gibt es einfach ein paar Sachen, die im Bereich Logging ein bisschen hilfreich sind. Und warum erzähle ich das genau im Kontext von diesen Model Add-ins? Man kann natürlich diese Model Add-ins dann zum Beispiel erst dann in so einem Up-Publishing-Verfahren lösen, indem man sagt, okay, ich mache es nur dann scharf, wenn die entsprechenden Rechte dabei da sind. Und ich locke es im Prinzip, aber es darf halt ausgeführt werden. Ja, also das ist eine sehr interessante Erweiterung, wie man es schafft, auch Deployment von Repositories oder auch vor allem Add-ins zu erzwingen, wenn das Repository geöffnet wird. Das bringt mich zu einem weiteren Feature, das meiner Meinung nach sehr wichtig ist, gerade im Bereich User Security. Wir hier unter der User Security für das Modell, also unter Configure Model, also Model Options, entsprechend definieren können, welche Perspektiven für welche Benutzergruppen aktiv gesetzt werden sollen. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit für das Modell zu definieren, welche Benutzergruppe, wir haben jetzt die Administratoren und die Web-User, haben welche Perspektiven zur Verfügung und haben welche Ribbons zur Verfügung. Das heißt, ich kann eine Benutzergruppe definieren von Business-Anwendern, die sehen in Wirklichkeit nur drei Menüpunkte. Start und von mir aus noch Publish. Ja. Und das könnten wir jetzt einfach machen. Ich gehe einfach auf das Ribbon-Set hier und definiere für diese Benutzergruppe, gibt es einfach kein Design und kein Layout, ist mir ganz gemein, aber kein Develop und so weiter. Ich schalte ihnen einfach alles aus. Ja? Und dann, okay, das ist im Prinzip das Ribbon-Set für Web-User. Und wenn ich jetzt, und das Gleiche gilt auch für Perspektiven. Also Perspektiven sind ja genau die Möglichkeiten, welche Funktionen kann ich ein- und ausschalten. Welche Technologien werden mir zur Verfügung gestellt? Und ich muss da nicht unbedingt gleich eine MDG-Technologie bereitstellen. Das ist ja auch schon möglich, dass ich sagen kann, welche MDG-Technologie ist für dieses Repository erforderlich, welche sind die aktiviert. Also ich kann auch sagen, bitte die aktiviere folgende MDG-Technologies, wenn ich dieses Repository öffne, damit auch die Komplexität für den Endanwender sinkt. Aber diese Perspektiven halte ich für eine der interessanten Features, wo ich sage, für eine bestimmte Benutzergruppe soll die User-Oberfläche anders aussehen und andere Funktionen bereitstellen. Das heißt, wenn ich mich jetzt wieder anmelde als Conrad, dann... ändert sich auch die Menüführung entsprechend und der Konrad hat halt nur zwei Menüpunkte. Und ich glaube, sehr, sehr niederschwellig dann diesen Einstieg zu machen, sobald man hier mit Security entsprechend arbeitet, die dahinter steht. So, wähle mich wieder an als another user. Und sofort wird wieder meine Benutzeroberfläche geladen. Man kann dann auch sehr gut unterscheiden zwischen Business-Anwendern und so weiter, weil die Ribbon-Sets gehen ja tatsächlich auch auf einzelne Menü-Items, also nicht nur auf die Reiter, sondern tatsächlich auf jede Gruppe, die hier drinnen zur Verfügung steht, kann man die entsprechenden Rechte für die verschiedenen Nutzer setzen. So, und ich möchte natürlich jetzt meine Ribbons wieder alle haben. Manage Show All Ribbons. Bei mir ist es ja nicht gesetzt gewesen. Vielleicht das, warum hat es sich bei mir nicht geändert? Weil bei meinen Eigenschaften, also Configure Options, ist in der Gruppe der Administratoren, wird das Set nicht gesetzt, sondern es wird einfach das gelassen, was zuletzt aktiv war. Also Web-User wird das Ribbon-Set gesetzt. Bei Administratoren lasse es so, wie es ist. Das heißt, wenn ein Administrator sich anmeldet, wird halt die Umgebung, wie er vorher hatte, entsprechend gesetzt. Das ist so die Logik, die da dahinter steckt. Was ich auch eine ganz wichtige, also auch sehr, sehr wichtige Erweiterung halte, die nicht so transparent sichtbar ist, ist in einem, mag sein Kleinigkeit oder auch nicht, aber wenn ich zum Beispiel hier dieses UML-Modeling, einen kompletten Package-Baum kopieren möchte, also so richtig so mit Copy,
Copy Structure oder Copy Paste, ja, Copy to Clipboard, dann hat Enterprise Architect bevor 15 diese Datenstruktur nach XML umgewandelt im Speicher und dann wieder als XML eingefügt. Nur, wie wir vielleicht wissen, XML hat seine eigene Datenstruktur, die nicht unbedingt der Enterprise Architect Datenstruktur entspricht. Man kann es am besten sehen unter Publish. Es gibt jetzt eine Möglichkeit, Export XML zu betreiben, XML zu betreiben. Und es gibt hier nicht mehr das XML 1.1, 2.1, sondern es gibt jetzt auch ein eigenes Native-Format. Und dieses Native-Format ist extrem performant. Warum ist es performant? Weil hier nicht eine Parallelstruktur aufgebaut werden muss und vor allem im Speicher diese Struktur zusammengesteckt werden muss, sondern weil das exakt der Datenstruktur vom Enterprise Architect entspricht. Das heißt, ich nehme hier, ich mache hier mal so einen XML-Export im Native-Format, Export. Wir sehen auch, wie schnell das geht. Das sind ein paar hundert Elemente und das ist schon fertig. Vielleicht parallel dazu machen wir auch noch die XML-Variante davon. Export. Da wartet man ein bisschen. Und genau das ist ein Riesenvorteil, wenn man größere Datenelemente kopieren will, verschieben will, Wiederverwendung betreiben will, dass man hier nicht mehr dieses proprietäre Format hat, sondern eben das Native-Format verwenden kann. Und das ist tatsächlich seamless. Das ist auch in Baselines kann man es verwenden, also Baselines erzeugen, für Baselines wiederholen. Das heißt, die Performance alleine aufgrund dessen, dass wir hier jetzt ein Native-Format zur Verfügung gestellt bekommen haben, ist deutlich interessanter geworden, auch für modellübergreifendes oder repositoryübergreifendes Modellieren. Das gleiche gilt übrigens auch für Reusable Assets und das gleiche gilt auch für Project Transfer. Das heißt, auch beim Project Transfer muss ich jetzt nicht mehr alles nach XML transferieren, wobei der Project Transfer hatte schon ein bisschen auf Datenbankebene was gemacht, aber es gibt sehr viele XML-Strukturen, die im Hintergrund verwendet wurden. Und jetzt wird fast überall auch dieses Native-Format entsprechend unterstützt. Also man sieht, das ist jetzt gar kein so kleines Päckchen, wie lange das eigentlich dauert. Und vorher mit dem Native-Format, wie schnell das eigentlich gegangen ist. Die machen wir vielleicht wieder eine zweite Instanz auf. Vom Enterprise Architect. Also, und das gleiche, wie gesagt, beim Copy-Paste war auch einer der größten Themen, obwohl man scheinbar nur wenig Struktur kopiert, war ein sehr starkes gewünschtes Feature, warum das so lang dauert. Und das ist damit gelöst, dass hier nicht mehr intern auf XML übersetzt wird, sondern direkt mit diesem Native-Format gearbeitet werden kann. So. Komme ein bisschen in die Grenze meines Notebooks offensichtlich. Wo ist meine zweite Instanz? Also ich glaube, ich mag mit XML, außer wenn ich muss, mit anderen Systemen arbeiten muss, dann nicht mehr arbeiten. Ich werde immer auf dieses Native-Format letztendlich umstellen. Ich habe das auch vorher mit dem gesamten EA-Example probiert. Das gesamte EA-Exempel hat gedauert 2 Minuten oder weniger als der Export. Ja. Was natürlich sensationell ist für knapp 15.000 Elemente oder so. Gut, ich lade jetzt nochmal dieses EA-Exempel, also das aus meiner SQL-Datenbank in dem Fall. Und dort finden wir dann auch gleich wieder die, ja, die Datenbank ist jetzt schon noch beschäftigt. So, also Native-Format ist die Antwort für viele, viel weniger Falten beim Import-Exportieren. Gut. So, also können wir jetzt auch nochmal parallel machen. Gehen wir wieder auf das EA-Example. Also das war schon auf das UML-Modeling. Und nur mal als Vergleich, noch einmal, das andere läuft ja immer noch. Wenn ich sage, okay, Package Control, nein, das ist hier unter, Entschuldigung, Publish, Export Native Format, Export.
Jetzt läuft es auch noch dazu parallel mit dem, was das andere noch macht und ist aber jetzt schon fertig. Also da genau das ist ein riesen Performance-Gewinn, der da drinnen steckt. Hurra, der XMI Native oder der XMI Originalformat ist jetzt auch endlich fertig. Jetzt habe ich nochmal Export gedrückt, ich Idiot, macht nichts. Aber das ist ein Riesenunterschied. Also ich zeige es einfach noch einmal. Wenn ich hier sage Export XMI im Native-Format, das Ganze geht natürlich auch mit dem Import. Ja, einfach hier Export, Chuck. Alle Elemente werden einfach in der Sequenz, wie sie in der Datenbank stehen, rausgeschrieben. Export fertig. Ja. Das Ganze geht auch mit dem Import. Wir nehmen das vielleicht mal hier zu unserem Modell dazu. Ich importiere dieses XMI-Format, weil es eben genau der Struktur vom Enterprise Architect grundsätzlich entspricht, kann ich jetzt auch dieses Format importieren. Nicht das ganze ER-Example, sondern wir nehmen hier mein UML-Paket, UML-Native-Paket. Die Größe ist jetzt nicht so ein großer Unterschied. Es ist sogar eine Spur größer, das Native-Format. Also das ist nicht der entscheidende Punkt, aber ich sage jetzt einfach, in dem Fall mache ich noch Strip Quits, weil ich die ja schon im Prinzip drinnen habe. Ich importiere es auch. Gebe ein paar nette zusätzliche Funktionen, aber das Importieren ist an und für sich auch deutlich schneller. Jetzt habe ich nur das Problem, dass ich hier gleichzeitig schreibe und lese in die Datenbank, mich gerade selbst ausgetrickst. Und dann habe ich natürlich die Thematik mit dem Locking in den Elementen. Aber okay, also das so als Hintergrund. Und das ist meiner Meinung nach ein ganz ein tolles Feature für die Interoperabilität von Repositories. Gut, ich werde mal schauen, ob irgendwelche Fragen mittlerweile aufgetaucht sind. Was wichtig ist, diese Präsentation wird letztendlich auch später veröffentlicht. Und es gibt dadurch die Möglichkeit, weitere Fragen zur Verfügung zu stellen. Und die werden dann auch nachher im Nachgang der Präsentation beantwortet, beziehungsweise die, die morgen dabei sind, auch nochmal. Okay, eine Frage war, ob das auch mit dem Cloud-Service funktioniert. Ja, selbstverständlich. Wie gesagt, ich habe hier den Zugriff, ich habe es extra so benannt, dass man es erkennt. Einmal Native, also hier über SQL Server auf die Datenbank. Das Ganze geht natürlich auch über das Cloud Service. Ihr habt hier zwei Verbindungen, einmal über den SQL Server und einmal über das Cloud Service. Das ist dahinter das gleiche Repository. Und auch dieses Import-Export-XMI geht natürlich über das Cloud Service genau gleich. Der große Vorteil ist, wenn ich das über das Cloud Service war, war davor der XMI-Aufwand, das zu produzieren, noch viel höher und die ist noch spürbarer gewesen, der Performance-Unterschied zwischen dem Native-Format und dem XML-Format. So, wenn es dann, wie gesagt, noch weitere Fragen gibt, werde ich die gerne beantworten im Nachgang und eine entsprechende E-Mail dann über das GoTo-Webinar versenden. Was ist sonst noch neu im Enterprise Architect 15? Es gibt noch einiges im Bereich Visibility zu sagen, aber ich glaube, die wesentlichen Punkte haben wir jetzt auch schon angesehen und auch schon gespürt. Es gibt eine vollständige Liste aller Neuerungen für Enterprise Architect für die registrierten User, die natürlich unter der History entsprechend zu finden ist. Ich denke, dass das eine sehr große Anzahl von Funktionen ist, die hier zur Verfügung gestellt worden ist im Enterprise Architect 15. Wir werden für bestimmte Themen, wie zum Beispiel DMN, ganz sicher eigene Webinare anbieten in Zukunft. Vor allem im Kontext mit BPMN sehen wir hier ganz große Vorteile, aber auch im Kontext mit SysML. Ich danke für euer dabei gewesen sein und freue mich auf nächste Webinare mit euch. Danke, Wiederhören.